Naja, wir haben sehr, sehr gute Bedingungen, das ist einmal das Wichtigste. Ich habe noch nie am 8. 9. Jänner auf Rasen trainiert und ja, aufgrund der Witterung ist es natürlich hervorragend. Die Burschen ziehen voll mit und wir freuen uns schon aber trotzdem aufs Trainingslager in der Türkei nächste Woche. Ja, 4 Wochen Vorbereitung, das ist eine komplette Novität, vor allem wir haben auch im Sommer keine Vorbereitung gehabt und jetzt nur minimal, sage ich wieder. Und das ist eine Umstellung für uns alle. Wo treffen wir die Burschen? Wo kommen wir dazu, dass wir die Belastung richtig setzen, sodass wir am 4. Februar frisch sind? Wo haben wir die Möglichkeiten, uns aber auch körperlich zu verbessern? Also es ist für Spieler spannend und auch für die Trainer spannend. Und so geht es aber jetzt, denke ich, nicht nur mir, sondern auch den Rest meiner Kollegen. Ja, ich kenne den Wolfgang Luisser schon sehr, sehr lange, aufgrund von unserer gemeinsamen Zeit in Graz. Er war damals in der Akademie und da war er noch ein junger Bursche. Er hat mittlerweile sehr, sehr viel Erfahrung im Profifußball sammeln können. Und das sieht man auch, dass er ein Gestandener ist mittlerweile. Man sieht, dass er sich sehr, sehr gut mit der Mannschaft oder bei der Mannschaft präsentiert, dass er Durchsetzungsvermögen hat. Und ja, ich bin sehr, sehr positiv und hoffe, dass sich mein Eindruck da jetzt da bestätigt. Ja, erstens hoffe ich einmal, dass wir wettermäßig an das, was da geboten wird, anschließen können. Da wäre ich schon höchst zufrieden. Und ich habe gehört, dass die Plätze in einem Top-Zustand sind und ja, das kann man sich nur wünschen und ja, dass wir einigermaßen verletzungsfrei bleiben.